Was für ein beschissener Sommer. Hm? Von Peter Handke bis Günter Grass. Das ist furchtbar. Dazwischen so ein bisschen Klinsmann und Ehud Olmert. Was haben die den Klinsmann am Anfang verspottet? Hm? Als unpatriotische Schwuchtel. Und dann hat er die Deutschen fast zum Sieg geführt. Hm? Dass sich Geschichte immer so wiederholen muss, es ist furchtbar. Das ist furchtbar. Immer wieder. Aber wir feiern. 20 Jahre Dreisat-Festival. 20 Jahre Gazastreifen. 20 Jahre 11. September. 20 Jahre Bin Laden. 20 Jahre Familie Bush im Weißen Haus. 20 Jahre Schäuble Innenminister. Wir feiern 20 Jahre Christiansen. Die ist ja bald nicht mehr, ne? Die hat's bald hinter sich. Ne? Dieser Günther Jauch soll das ja machen. Ne? Es geht immer noch schlimmer. Es ist unglaublich. Günther Jauch als politischer Journalist. Ne? Herr Müntefering, Antwort A, Antwort B oder Antwort C? Aber wir sind Kanzlerin. Habemus mamam. Und alle hacken auf der Merkel ihrem Äußeren rum. Ach, ist doch nicht nötig. Ich will keine schöne Kanzlerin, ich will eine gute Kanzlerin. Die Merkel sieht genauso mies aus wie alle in der Politik. Ne? Lügen macht hässlich. Ne? Boah, war der Schröder sexy oder was? Und diese sinnlichen Lippen von Adenauer. Kann man da endlich mal mit aufhören? Und die Frauen können es uns eh nicht recht machen. Wenn sie keine Kinder haben, wie die Merkel, kriegen sie es aufs Brot geschmiert. Und wenn sie 7 Kinder haben, wie die von der Leyen, kriegen sie es auch aufs Brot geschmiert. Ah, mit einem Kindermädchen könnte ich das auch. Ja, dann mach's halt, du Arschgesicht, ey. Ja, was, ey? Was geht? Was soll das? Worum geht's eigentlich? Wie kann man's den Herrschaften recht machen? 3,5 Kinder oder was? Kein Mensch hätte im Traum dran gedacht, dem Clement seine 5 Töchter aufs Brot zu schmieren. Oh, ein toller Typ, Karriere und 5 Töchter, super. Ja, war Mutti zu Hause, ist so klar. Dieser Abend meinerseits, mein kleiner Beitrag, ist gewidmet einer Frau, die viel mitmachen musste in letzter Zeit und viel mitmachen wird auch noch. Eva Herrmann. Eva Herrmann hat gerade bewiesen, dass man nicht in der Waffen-SS gewesen sein muss, um sein Buch an den Mann zu bringen. Mentale Totaloperation reicht völlig aus. Übrig bleibt ein Frauenmund, der dauernd sagt, dass Frauen mal den Mund halten sollen. Gute Nummer. Erinnern wir uns. Die Trilogie Die Manns wurde fertiggestellt und im selben Monat starb Elisabeth Mann Borghese, die letzte. Des Führers Privatsekretärin Traudel Junge redete sich nach 90 Jahren endlich ihr Leben von der Seele und ehe der Film in die Kinos kam, ist sie gestorben. Hildegard Knef bekam nach 40 Jahren ihren deutschen Pass wieder im Januar. Im Februar ist sie gestorben. Im gleichen Jahr wurde Hannelore Kohl von der niederträchtigen Boulevardpresse im Sommerloch beerdigt und ich glaube keine 6 Monate später von ihrem Sohn Peter zwischen 2 Buchdeckel gequetscht. Im gleichen Sommerloch haben sie damals Alice Schwarzer beerdigt, weil sie gegen Verona Feldbusch verloren hatte bei Kärner.
Und ich dachte, verdammt, jetzt hat die Form schon wieder über den Inhalt gesiegt. In der Zwischenzeit haben die Männer die Welt wieder in einen Scheißhaufen verwandelt. Und das macht mich immer so müd. Und da habe ich Tagträume und Nachtträume und Tagträume. Und ich habe geträumt, Johannes B. Kerner war eine Amöbe. Roland Koch hatte sich endlich totgelogen, brutalst möglich. Karasek, der Knallsack, war Kulturminister. Beckenbauer, Bundeskanzler. Und Friedmann, Frauenbeauftragter. Friedrich Merz, der süße Sauerländer, war Streetworker in Bitterfeld und wusste endlich, wie Leitkultur geschrieben wird. Unser Schorf soll Döner werden. Ratzinger wurde als alleinerziehende Mutter in Niederbayern wiedergeboren. Und weil Siegfried und Roy ihre Tiger vor aller Augen zu Tiermehl verzauberten, nannten sie sich jetzt Kreuzfeld und Jakob. Da fiel mir eine Frage ein, die ein guter Freund mir immer und immer wieder gestellt hatte. Jahrelang, redundant, dann, hat er immer gefragt. Wann ist der Mann ein Mann? Ey, wenn du nichts zu tun hast, kannst du solche Fragen stellen. Nichts zu tun. Steh blöd rum. Am Finger im Hintern. Alle Falten aus dem Sack geschlagen. Stell rhetorische Fragen. Mensch ist Mensch, weil er vergisst, was er erzählt, weil er Äpfel einfach isst, aber Pampelmusen schält. Wohn im Westen, bin von der Steuer befreit. Steh blöd rum, nix zu tun, Finger im Hintern, alle Falten aus dem Sack geschlagen. Stell rhetorische Fragen. Was soll das? Das sind so Fragen. Hm? Wo ist oben? Ah. Hey, Herbert. Spitz die Ohren. Here we go. Frauen kommen öfter. Frauen sind so einfühlsam. Frauen backen wie Blöde. Frauen gehen zum Elternabend. Oh, Frauen gehen pinkeln zu zweit. Bestechen durch Intuition und auch durch Duldsamkeit. Frauen küssen Frösche. Frauen lassen ihr Haar herab. Frauen kochen für Zwerge. Deshalb haben sie einen Massagestab. Da fällt mir mein Lieblingswitz ein. Ganz kurz. Ganz kurz. Wenn Sie ihn schon kennen, nicht erzählen, das wäre ja blöd. Kommt eine Frau vom Einkaufen nach Hause und auf dem Heimweg springt ein Mann aus dem Gebüsch vor sie hin und reißt den Mantel auf und die Frau, ich habe die Schrimps vergessen. Frauen werden beschnitten, Frauen sind so geheimnisvoll, Frauen haben Verständnis, Frauen finden ihre Männer toll. Oh, Hexen zuhauf auf dem Scheiter. Frauen steigen niemals auf der Karriereleiter. Frauen werden mit Heißwachs enthaart, werden als Kind schon mit Männern gepaart, werden in Indien als Witwe verscharrt. Dann ist der Mann ein Mann. Dann ist der Mann ein Mann. Hey, Frauen schmeißen Hormone. Frauen leiten kein Konzern.
Frauen tragen Perücken, Frauen sind schön wie der Abendstern. Frauen schreiben Knöllchen, Frauen gehen zur Bundeswehr. Frauen machen Bewegung, Frauen machen es ihren Söhnen schwer. Frauen werden vergewaltigt, Frauen kriegen Magersucht. Frauen kotzen vor Kummer, bei Frauen wird der Flug gebucht. Ihr wisst, wir lieben unsere Eier, 4,5 Minuten. Frauen beißen andere Frauen wie die Stuten. Frauen haben's schwer, nehmen's nicht leicht. Ihr seid hart, doch wir klopfen euch weich. Seid als Kind schon auf Opfer geeicht. Dann ist der Mann dein Mann. Dann ist der Mann dein Mann. Das Osterfest.